Wie behebt man ein Kameraproblem auf Xiaomi Redmi 10C? Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut und bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues Video mit euch, wie man das Kameraproblem auf Xiaomi Redmi 10C beheben kann. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Lösungen zur Behebung von Problemen mit der Xiaomi Redmi 10C Kamera. Dieses Telefon verfügt über einen 6,71 Zoll LCD-Bildschirm mit HD-Auflösung. Es verfügt über eine duale Hauptkamera auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Auflösung von 50 mp/1.8 für eine breite Betrachtung und 2 mp/2.4 für Schärfentiefe oder Bokeh-Unschärfe-Effekt. Die Frontkamera löst mit 5 mp/2.2 auf. Dieses Telefon ist mit mehreren Kameras ausgestattet und wird vom Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Prozessor angetrieben, der über einen dreifachen ISP-Bildsignalprozessor Qualcomm Spectra 346 verfügt. Wir können damit intelligente Key, schnellen Autofokus, präzisen Weißabgleich und viele andere großartige Kamerafunktionen erhalten. Telefon. Die vordere und hintere Kamera können bis zu 1080p Filme mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Einige Benutzer haben jedoch Probleme mit der Xiaomi Redmi 10C Kamera. Ich werde einfache Lösungen zur Behebung von Problemen mit der Xiaomi Redmi 10C Kamera bereitstellen. Warum reagiert die Xiaomi Redmi 10C Kamera langsam oder verzögert? Das Xiaomi Redmi 10C ist ein High-End-Smartphone, das bei seiner Markteinführung mit Android 11 und MIUI 13 vorinstalliert war. Es hat Xiaomi-Kamera-Apps für Filmaufnahmen oder Kameraaufnahmen mit vielen Funktionen und Filtern vorinstalliert. Die Kamera funktioniert oft langsam, weil das Telefon 3 GB/4 GB RAM oder unzureichende Prozessorsourcen hat. Wenn wir viele Anwendungen ausführen, bevor wir Fotos oder Videos aufnehmen, wird unser RAM niedrig oder unzureichend. Was passiert, wenn der Arbeitsspeicher von Xiaomi Redmi 10C nicht ausreicht? Um zu vermeiden, dass dieses Telefon abstürzt, versucht Xiaomi Redmi 10C, veraltete Apps zu finden, die keine Gewalt anwenden, um mehr freien RAM bereitzustellen. Dieser Vorgang führt zu einer gewissen Verzögerung oder Verzögerung. Wenn wir also eine ernsthafte Foto- oder Videoleistung bieten möchten, schließen Sie bitte alle Apps, die Sie nicht verwenden, oder führen Sie einen Soft Reset oder Neustart durch, bevor Sie die Xiaomi Redmi 10C Kamera Apps ausführen. Wie behebt man Probleme mit der Xiaomi Redmi 10C Kamera? Die Kamera ist eine der wichtigsten Funktionen, wenn wir unsere Smartphones verwenden. Es gibt einige Möglichkeiten, die dazu führen können, dass Ihre Xiaomi Redmi 10C Kamera auf Probleme stößt oder nicht richtig funktioniert. Hier sind einige Schritte, um Kameraprobleme auf diesem Telefon zu beheben. Setzen Sie im ersten Schritt Xiaomi Redmi 10C über das Kamera-Setup-Menü auf die Werkseinstellungen zurück. Schalten Sie Xiaomi Redmi 10C ein. Bitte stellen Sie sicher, dass unsere Kamera-App weiterhin funktioniert / abgespielt werden kann, wenn Sie auf das Kamera-Symbol klicken. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um die Kamera-Apps zu aktivieren. Gehen Sie in diesen Kamera-Apps zum Einstellungsmenü, normalerweise das dreizeilige quadratische Menüsymbol in Kamera-Apps, und wählen Sie dann die Einstellung. Scrollen Sie in der Standardliste der Kameraeinstellungen und suchen Sie Standardeinstellungen wiederherstellen. Bitte wählen Sie OK, wenn Xiaomi Redmi 10C nach einer Bestätigung fragt, um alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Schritt 2, setzen Sie die Xiaomi Redmi 10C Kamera über das Setup-Menü auf die Werkseinstellungen zurück. Tatsächlich ähneln diese Schritte dem ersten Schritt, unterscheiden sich jedoch nur beim Starten des Prozesses. Bitte verwenden Sie diese Schritte, wenn die Kamera-Apps nicht funktionieren, wenn wir auf das Kamera-Symbol klicken. Schalten Sie Xiaomi Redmi 10C ein. Gehen Sie zum Einstellungsmenü. Wählen Sie System-Apps. Wählen Sie die Kamera. Scrollen Sie in der Liste mit den Kameradetails und suchen Sie nach Standardeinstellungen wiederherstellen. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie bitte OK. Dann wird Xiaomi Redmi 10C auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dritter Schritt, installieren Sie alternative Kamera-Apps für Xiaomi Redmi 10C. Nachdem Sie den ersten und zweiten Schritt ausprobiert haben, die Xiaomi Redmi 10C Kamera jedoch immer noch nicht funktioniert, können wir versuchen, eine alternative Kamera eines Drittanbieters aus dem Google Play Store zu installieren. In diesem Moment empfehlen wir, Open Camera zu installieren und bei Google zu suchen Spielladen. Diese App ist kostenlos und hat viele Funktionen, um mit Xiaomi Redmi 10C zu arbeiten. Schritt 4. Versuchen Sie, die Firmware zu aktualisieren. Einige Probleme werden durch Softwarefehler verursacht. Wenn Xiaomi Softwareprobleme für die Kamera bestätigt, wird normalerweise ein Upgrade-Programm veröffentlicht, um Kamerafehler oder Probleme zu beheben. Bitte versuchen Sie, das Betriebssystem oder Update über das Einstellungsmenü zu finden. Fünfter Schritt, Hard Reset auf Werkseinstellungen, wenn alle Schritte nicht funktionieren, um Xiaomi Redmi 10C zu reparieren. Wie behebt man Probleme mit dem Autofokus der Xiaomi Redmi 10C Kamera oder verschwommen? Einige Benutzer haben Probleme mit Xiaomi Redmi 10C und können sich nicht richtig konzentrieren. Einige Probleme treten immer auf, aber einige andere Benutzer konzentrieren sich manchmal einige Zeit nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die das Fokussieren erschweren können. Versuchen Sie, das Kameraobjektiv von Xiaomi Redmi 10C zu reinigen. Warum ist das wichtig? Denn wenn sich ein kleiner Staub vor dem Sucher befindet, fokussiert die Kamera automatisch auf diesen Staub oder dieses schmutzige Objekt. Wir müssen also darauf achten, die Kameralinse mit einem weichen Tuch abzuwischen. Überprüfen Sie, ob das Glaskameraobjektiv des Xiaomi Redmi 10C Kratzer aufweist oder nicht. Durch das Kratzen wird auch der Kamerafokus unscharf. Wenn diese Probleme auftreten, versuchen Sie, die Glaslinse der Kamera in einem autorisierten Xiaomi Service Center durch die Originallinse zu ersetzen. Einige Software-Firmware-Versionen führen auch dazu, dass der Autofokus der Xiaomi Redmi 10C Kamera nicht richtig funktioniert. Bitte versuchen Sie, die neueste Firmware zu sichern oder die Android-Version zu aktualisieren. Warum Xiaomi Redmi 10C Kamerafehler nach Android-Firmware-Upgrade? In einigen Situationen kann ein größeres Firmware-Upgrade dazu führen, dass Xiaomi Redmi 10C Kamera-Apps Probleme haben. Bitte versuchen Sie, die Einstellungen der Kamera-Apps auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie, alle wichtigen Daten zu sichern und einen Hard Reset durchzuführen, um Ihr Xiaomi Redmi 10C auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Warum ist die Xiaomi Redmi 10C Kamera tot? Es gibt zwei Möglichkeiten, die dazu führen könnten, dass unsere Xiaomi Redmi 10C Kamera nicht ein- oder ausgeschaltet wird, Software oder Hardware. Wir können zuerst versuchen, die Kameraeinstellungen zurückzusetzen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, führen Sie einen Hard Reset durch. Nachdem der Hard Reset jedoch durchgeführt wurde, aber auf Xiaomi Redmi 10C immer noch Probleme mit der toten Kamera auftreten, können einige Hardware-Probleme auftreten. Bitte beziehen Sie sich auf die Kamera-Hardware in einem autorisierten Xiaomi Service Center. Warum funktioniert die Frontkamera des Xiaomi Redmi 10C nicht oder es liegt ein Fehler vor? Xiaomi Redmi 10C hat eine 5MP Frontkamera. Die Frontkamera funktioniert normalerweise für Videokonferenzen oder Selfies. Einige Benutzer können jedoch nicht mit ihrer Frontkamera arbeiten. Für Fotos/Videos, Zoom oder andere Videokonferenzen. Wir empfehlen, die Kameraeinstellungen wie in Raute Option 2 oben beschrieben zurückzusetzen. Dann funktioniert die Frontkamera wieder, nachdem Sie das Menü zum Zurücksetzen der Einstellungen abgeschlossen und Ihr Xiaomi Redmi 10C neu gestartet haben. Weitere häufig gestellte Fragen zur Xiaomi Redmi 10C Kamera. Verfügt die Xiaomi Redmi 10C Frontkamera über einen LED-Blitz? Nein, die Selfie-Kamera hat keinen speziellen Blitz, aber wir können das Bildschirmlicht verwenden, um bei sehr dunklen Bedingungen bessere Fotos zu machen. Können wir mit Xiaomi Redmi 10C Unterwasserfotos machen? Nein, dieses Telefon ist nicht wasserdicht. Daher können wir keine Fotos oder Videos im Wasser aufnehmen. Warum Xiaomi Redmi 10C Kamera und verschwommene Fotos? Es kann aufgrund von Software oder Hardware passieren. Bitte befolgen Sie die aufgeführten Schritte, um die Kamera-App zurückzusetzen und zu prüfen,
ob unser Telefonobjektiv Probleme hat. Warum zeigt die Xiaomi Redmi 10C Kamera einen schwarzen Bildschirm oder nichts erscheint auf dem Bildschirm? Wenn die Kamera-Apps angehalten werden oder Probleme auftreten, wird ein schwarzer Bildschirm auf dem Bildschirm angezeigt. Wir müssen die Schritte im ersten und zweiten Schritt befolgen, um die Kamera-Software zurückzusetzen. Wie behebt man die Xiaomi Redmi 10C Kamera langsam oder verzögert? Dies geschieht normalerweise, weil zu viele Apps zusammenarbeiten oder unsere RAM-Ressourcen nicht ausreichen, sodass dieses Telefon das Schließen anderer Apps erzwingt, bevor die Kamera abgestartet wird. Und am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.